Hi, neues Hausbau-Update. Das Ding ist, ihr habt immer gesehen, wo die blaue Folie oben drauf gewesen ist, aber das mit der Dämmung nicht. Deswegen kann ich jetzt ein Paradebeispiel einmal geben. Weil Paul nämlich gerade dabei ist, die Dämmwolle und so weiter zu schneiden mit einem Cuttermesser. Und genau, hier wird er das auch noch machen im Badezimmer. Wir haben auch jetzt im Endeffekt schon die Leitungen gezogen, welche für die Spotbeleuchtung über Bewegungsmelder geschaltet wird und so weiter. Hier sieht man das zum Beispiel, 5x1,5 Quadrat, von der Position einmal komplett rüber. Bei dem anderen Raum, wo jetzt die Dämmung ist, hatten wir jetzt noch im Nachgang gezogen übers Leerrohr mit Kabeleinzugssystem und so weiter. Deswegen kann man da die Leerrohre jetzt nicht mehr sehen, welche da ausgeführt sind. Aber so macht er das. Er schneidet sich so Stöcker und so weiter zurecht, um das dann oben zu halten und macht die Dämmung rein und so. Da oben kann man noch ein Leerrohr sehen, welches entsprechend nach da geht, wo die 5x1,5 Quadrat drin ist. Und dann haben wir hier noch weitere Leerrohre, 3x1,5 haben wir gezogen, von da nach da, damit wir hier auf der Seite die Spannungsversorgung haben für die Beleuchtung und so weiter. Hier sind auch schon die Putzschienen drauf, geht weiter. Genau, und hier haben wir gesehen, da haben sie alles fertig gemacht, in der Form mit der Folie gespannt, hier so Holzlatten hingemacht, damit es schön an der Seite ist. Ansonsten sieht man das hier getackert wurde und hier am Stein ist es komplett verklebt, kriegst du auch gar nicht mehr ab. Ja, ist gut geklebt auf dem Stein und auf dem Holz angetackert und hier dann auch an den Holzlatten entsprechend immer so tacker, tacker, tacker und oben nochmal eine Verlattung und dann wird hier ganz viel noch verlattet werden und so weiter und dann noch kontergelattet und alles Mögliche, kennt man ja im Innenausbau. Hier machen sie auch schon Armierungsgewebe, weil wir hier Stein, hier Beton, hier wieder Stein haben. Da muss es eben sein, wenn es zwei unterschiedliche Materialien sind. Genau. Ah, hier fängt er jetzt an, im Badezimmer schon die Dämmung reinzumachen und danach kommt dann die Folie bei beiden Räumen nach und nach. Aber es ist eine sehr ätzende Arbeit, hat er gesagt. Hatte das zurechtgeschnittene Stück genommen. Ist ja hier immer in solchen Rollen, kann man dann aufklappen und dann ist gut. Ich habe ein bisschen weiter gemacht unten bei dem Sicherungskasten, nachdem wir die Leitungen gezogen haben. Wir haben die tatsächlich auch hier auf der anderen Seite gezogen, muss ich euch kurz mal zeigen. Das Ding ist, hier war ja schon Folie und da hinten ist auch schon Folie, mussten wir da mit der Leiter und da hinten mit der Leiter außen, haben geschoben, geschoben, geschoben. Kam dann bei dem Knick nicht weiter und so. Deswegen mussten wir das einmal splitten. Da oben sehen wir jetzt die Muffe, haben wir abgeschnitten. Dann einmal Kabeleinzugssystem durch, Kabel rausgezogen, richtig viel gelassen bis nach hinten und dann von hinten mit Kabeleinzugssystem und das Stück dann nach hinten gezogen, zusammengesteckt. Und deswegen haben wir jetzt eine 5x1,5er Leitung von der Eingabenseite zur anderen und auf der Seite ist die Zuleitung aus dem Sicherungskasten für einen Bewegungsmelder, welche separaten FILS-Schalter hat. Können wir ja kurz mal zur Verteilung gehen. Aber bei solchen Sachen wissen wir uns auch zu helfen. Da hat Paul gesagt, nee, ich mache die Folie auf jeden Fall nicht ab. Im Abstellraum ist mir egal, da ist noch nichts gemacht, da können wir einmal aufschneiden. Ah, wollte ich euch kurz zeigen, können wir ja draußen gucken, da mit den Leitungen. So, auf der Seite. Ja, hat er nach oben versteckt. Aber auf der Seite haben wir die 5x1,5er kommend und die 3x1,5er gehen zur anderen Seite. Das mit der 5x1,5 brauchen wir einfach nur für die Bewegungsmelderschaltung, damit die parallel geschaltet werden oder man die auch separieren kann, je nach Wunsch. Und hier haben wir dann PoE für Kamera. Die 3x1,5er Zuleitung, die 5x1,5er, welche einmal rüber geht. Und ein Leerrohr ist noch offen, das ist Heizungstemperaturfühler. Da ziehen wir ein KNX-Kabel am Ende rein. 0,8, 0,6 Quadrat reicht. Braucht man nur zwei Adern am Ende. Weil kriegen wir auf jeden Fall leichter durchgezogen als in dem 3x1,5 zum Beispiel. Ja, im Badezimmer ist richtig viel aufgeräumt, habt ihr oben gerade eben gesehen. Und sonst habe ich hier
im Obergeschoss die reinklemmen und so weiter schon soweit fertig gemacht. Also hier Neutralleiter für Flur, Obergeschoss, habe ich nochmal rausgezogen. Hier ist die Strippe, weil ich das nämlich so machen möchte. Ich habe die erstmal direkt auf dem LS-Schalter gemacht beispielsweise. Und dann ist mir aufgefallen, du musst ja parallel auch noch die Relais versorgen. Hier zum Beispiel bei Flur OG, deswegen bin ich jetzt hier von Flur Obergeschoss. Das ist die Reinklemme 12. Dann kann ich auch zuppeln, dann sieht man das. Bin ich hier auf ein Relais auf L drauf gegangen. Und dann bin ich weitergegangen, entsprechend hier für Flur Obergeschoss. Steht hier auf dem FI-Schalter drauf, haben wir hier, welche zum Relais geht. Und der hier geht zur Phase, ist beides 1,5 Quadrat, der ist jetzt starr. Das ist die, welche für Bewegungsmelder Treppenhaus ist, oben im Flur. Deswegen, da hatte ich keine Reinklemme vorgesehen, aber geht doch so. Hier ist der Neutralleiter davon. Den Schutzleiter habe ich hier oben angebunden. Und dann brauche ich noch mehr PT-Fix mit Brücke, weil hier kommt noch das drauf. Dann muss ich hier vom Relais Anklemmpunkt Neutralleiter bei Flur OG. Einmal hier, ich gehe von der Reinklemme, muss ich jetzt überlegen, genau von hier, gehe ich einmal hier auf dem End drauf und dann mit einer Twinader Endhülse gehe ich hier auf den PT-Block drauf und dann habe ich da auch einen Neutralleiter, so wie mit dem LS-Schalter, beides gemeinsam. Außer hier zum Beispiel Bad-Obergeschoss, da konnte ich einmal direkt von Bad OG, haben wir hier Taster Badezimmer, das ist die 11 gewesen, konnte ich direkt mit Neutralleiter und Phase, so wie ich es gemacht habe, einmal hier runter gehen. Und dann habe ich von hier abgesplittet die beiden, welche hier zu dem Relais gehen, hier auf die auf L von Bad und hier ist der N. Und dann sind die auch parallel hier über diesen FILS-Schalter. Und hier haben wir Außenlampen, von denen wir gerade eben gesprochen haben, für die Spotbeleuchtung. Ja, und so nimmt es Step-by-Step Gestalt an. Wird ein bisschen chaotisch, hier sieht man das schon, wie viele Leitungen, aber ich mache da auch keine Kabelbinder oder so. Kann man immer zuppeln und sieht alles und dann passt das. Habe ich ja schon, bin ja reingefallen. Wie, du bist reingefallen? Da hinten ist bestimmt nicht mehr da, ne? Nee. Doch, paar liegen hier noch. Wo wir, hier sieht man doch, wo ich reingefallen bin. Ach so. Wo wir das mit den Leerrohren gemacht haben, habe ich mich da nach hinten gebeugt, um das anzuklipsen. Und dann da rein, ja. Ja. Deswegen habe ich extra noch Pulli dran, damit es nicht so piekst. Ja, ist okay. Eigentlich zieht man sich so komplett mal Ding an. Einer hat gesagt, besser als Bauschaum wäre Brandschutzmatte da reinlegen. Brandschutzmatte? Ja, damit aufsteigende Brände der Kabel oder so es nicht zum Obergeschoss schaffen. Und dann guckelt halt das, die Kabelkanäle ab und das Kabel und dann schwuppsdiwupps ist das genauso auch schnell oben. Ja, ja. Nö, ist okay. Also, mach's Bauschaum und dann ist gut. Da ist so wenig Material, was ich reinmachen muss. Naja, alles klar. Ja, ich mach weiter. Okay. Dann würde ich an der Stelle sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!